Ja Leute, was geht? Und es geht weiter hier mit Resident Evil 8 Village, Village 8, Resident Evil 8 Village, wenn ihr es wieder wollt, ist mir egal. Stets zu Diensten, sind ich euch auch immer, ne? Ich bin immer stets zu Diensten, ja doch, eigentlich echt, ne? Na gut, saftiges Geflügel, oh ja. Also ein richtig schönen Geflügelbraten jetzt, ne? Wild. Oh, ein bisschen wild. Ein bisschen wild. Hals und Beinbruch. Danke. Ein bisschen wild. Töte ich das Wild, macht es die Veganer. Es ist recht wild. Ja. Ist bestimmt so. Da gibt es bestimmt jemand, der sagt, gute Tiere. Lass es. Aber ja. Wir jagen. Ich jage aber nur virtuell, keine Angst. Lecker rein, Topf. Oh. Holy! Da bin ich hier mit gleich mit hohem Kaliber ran. Rennt das Ding auf mich zu! Scheiße, danke. Vielen Dank für die Spende. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Ich töte gerne das, was läuft auf vier Beinen. Beweg dich nicht. Heroes wartet auf mich. Meine eigene Tochter, warte, was? Hast du auf dem Grab den Namen meines Babys geschrieben? Bist du für ein geschmackloses Arschloch? Obwohl. Ach nee, doch nicht. The show must go on. Das ist eben auf dem Grab mal. Das ist aber voll. Okay, das ist aber irgendwie. Ja gut, irgendwie. Hast du mein. Nein, daran möchte ich jetzt nicht denken. Nein, ich möchte nicht daran denken, dass mein. Also hier steht's. Okay, ich dachte schon, steht auf dem Grab. Weil ich mal halb auf so einen Grabstein geguckt habe, dachte ich schon halt auf dem Grab mein. Das wäre ein bisschen geschmacklos, obwohl. Ja. Aber nein, ich möchte nicht daran denken, dass das Baby lebt. Die Kleine lebt, ich möchte nichts anderes hören. Ist mir egal. Wenn was anderes behauptet, der redet Quark. So, ich möchte bitte in meinem, ich hab Wild. Wie? Ja und? Ich hab keinen Fisch. Uff. Auch ein saftiges. Ja, okay. Au revoir. Ja, au revoir. Ja. Zugbrücke. Kugellabyrinth. Kann man da jetzt endlich mal hin zur Zugbrücke? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Kann man jetzt endlich zur Zugbrücke? Bitte, ich teste es jetzt. Ganz ehrlich, ich teste das jetzt. Müsste doch eigentlich, nee. Kurbel. Ja, Kurbel. Von Windmühlen. Kann man das dafür auch. Ich frage mich derzeit, bis heute noch nicht hinkommen. Vielleicht komme ich dann noch nicht hin. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss man auch einmal durchgespielt haben, um da hinzukommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Spiel irgendwie so einen Wiederspielwert hat. Also irgendwie so ein. Also New Game Plus hat es, glaube ich, schon. Ja, es hat es sogar. Aber ob man das dann irgendwie machen muss, ich habe keine Ahnung. Also ich will mal versuchen, hier die Kurbel. Ah, es geht. Ah ja, bestimmt, wir haben nur noch drei Finger in der Hand. Stimmt. Der Rest ist ja verschwunden. Ja, endlich. Hä? Wo können wir ja machen, ne? Ich glaube, hier geht es zwar nicht lang, also jetzt nicht der Hauptquest-Folge, aber ein bisschen können wir ja ein bisschen die Gegend tuckern. Warum nicht? Wird schon nichts Schlimmes passieren. Ich meine, der Fisch ist ja weg. Obwohl, mal gucken. Dupdidu. Vielleicht finde ich ja mein saftiges Fleisch.
Mein gejagt haben wir relativ gut. Ich meine, das mit den Kugeldingen haben wir noch nicht gemacht und so, aber ein paar Schätze habe ich nicht gefunden, aber. Ja. Irgendwie, ja, also man kommt ja auch so gut durch, ne? Ich weiß nicht. Also, ich bin mein Nebenquest. Was ist denn das jetzt? Das ist ein Abkürzung, die jetzt freigeschaltet habe, oder wie? Ah, kann ich das da. Okay. War ich hier schon dran? Ich weiß es nicht. Gehen wir gleich rein. Ich will kurz erstmal dahin. Genau, Koppel. Ja, also, ich finde, wenn das Spiel halt dann so das so einfach ist, und das ist ja auch nicht gerade so schwer, Resident Evil Village, dass ich das jetzt machen muss, dann warum soll ich es denn machen? Also, ist bei mir irgendwie so eine, ne, es ist eine Regel, aber ist schon bei mir irgendwie so. Warum, also, wenn ich jetzt alles einsammle, ich muss es mal, also, oder das Spiel gibt mir eine Motivation, ist okay, was heißt, muss nicht mal schwer sein? Es muss nur so sein, wo ich sage, ja. Das ist schon realistisch, wenn man es hier einsammeln muss. Aber irgendwie ist es ja auch kacke egal, ob du es wusst. Also du musst jetzt nicht zwingend überall hinlaufen und jeden Schatz finden. Da du jetzt ja auch den Platz hier im Inventar auch brauchst, ne? Ich hab den Platz wie... Was? Och nee. Oh nee, nicht wieder einen Brunnen runter. Das ist doch wieder eine tolle Kacke. Ihr werdet alle sterben. Nee, keine Ahnung. Weil ich habe die Session jetzt einmal vorgezogen, weil ich das auch eigentlich mal beenden wollte. Er will das jetzt beenden. Nicht so, dass ich jetzt unbedingt beenden will, aber ich glaube, so viel ist es auch nicht mehr. Dass man jetzt sagen muss, ist es nicht beendbar. Danke. Oh, wow. Das ist sehr gut. Warte, was? Ah. Der irgendwas gehört. Toll, und jetzt? Ah. Ich will mich hier nicht umgucken. Oh, das ist total tolles Gefühl, sich jetzt hier umzugucken, ne? Wieso hat um Gottes haben wir keine Taschenlampe? Das ist so scheiße eigentlich. Vielleicht irgendwo hier oben irgendwo was. Oder habe ich oben irgendwas vergessen? Ich glaube, oben habe ich irgendwas vergessen. Egal, jetzt. Ja gut. Passt schon. Ja, genug. Jetzt kommt von oben irgendwas. Dann zieh ich gleich hoch. Dann hat man die Fresse. Ist eh schon kommen. Ich keine Ahnung. Aber gut. Also irgendwie wieder ein kleiner Schatz. Irgendwann, ja, irgendwann.
Ich weiß, sie haben ein paar kleine Minischätze übersehen. Das habe ich auf YouTube gesehen. Die sind so eklig und gemein zu finden. Speicher lieber. Das wäre, Das wäre, sehr schwierig geworden, die zu finden. Also, sie sind finden, natürlich, man kann sie finden. Okay. Man kann natürlich alles finden, ist klar. Also, man kann alles finden. Aber es ist sehr schwierig. Aus dem Aspekt, weil, das ist dann halt so an Ecken und so am, also an Decken an Ecken oder sonst irgendwo, das kann man machen, aber immer sitzt man da auch sehr lange drumherum und ich weiß nicht, ob man... Was ist denn hier? Okay. Oh, wie nice. Warte mal, geht das? Ah, geht drüber. Nicht. Leute, was jetzt? Bringt's mich um? Nein. Wieso bekomme ich so viel auf einmal? Das gefällt mir nicht. Also, mein gefällt mir schon. Ich habe noch nicht Geld bekommen. Was ist das? Irgendwas kommt. Wie viel? Ist er alleine? Ja. Okay. Nö. Ich dachte, er ist tot. Ich dachte, er wäre tot. Ich dachte, oh gut, ist er tot, geil. Blöd, okay, das hat mich eben ganz kurz wieder erschrocken. Zu. Ja, du. Du, davon musst du früh aufstehen. Na komm. Hier bin ich. Burn. Da brennt noch mal etwas. Du bist schon irgendwie witzig, ne? Stirbst du? Ja. Ich muss ja an dir jetzt nicht 1000 Kugeln verschwenden. Oh, warte, komm mal her. Ja, ha, das geht! Wie nice. Ah, wie geil. Oh, komm, jetzt lass ich ihn noch kurz sterben. Ich will jetzt keinen Schuss verschwenden. Lass dich kurz strecken. Warte, komm. Mehr. Schön. Genau, jetzt lauf. Jojo. Brenn mal vor dich hin. Goldene Lady Dimitrescu. Cool. Kleines Rätsel, ne? Nice! Aber das war's? Keine Konsequenz? Was? Das Spiel hat mir das jetzt einfach so überlassen. Und ich kann es einfach nehmen, ohne dass mich jetzt... gut, ich sag dazu, ich... Ja, nee, Leute, nee, das ist nicht wahr, das kann ich nicht, glaube ich nicht, tut mir leid.
Nice, eine goldene. Dimitrescu. Sehr wertvoll. Meint das Spiel, es will ich gut mit mir und ich interpretiere jetzt so viel rein? Ich weiß es nicht. Aber darf ich gesunde zwei? Obwohl, ich glaube, das passiert echt nichts. Okay. Danke. Danke. Ist ja voll lieb gewesen von denen. Ich bin nicht gleich umgebracht worden. Das war sehr nett. Wundert mich an Lenz ein bisschen, weil uns immer ver... ich weiß nicht, ich traue dem Frieden nicht. Vielleicht bin ich auch schon zu traumatisiert worden von dem Game. Dass ich das einfach nicht mehr kann. Für mich gibt es keinen Frieden. Für mich gibt es nur Totenleid. Leid und Tod. Was ist das hier? Steinpodest. Was ist das eigentlich? Also, was ist ein Steinpodest? Klar, aber nicht, ich will da mal, ich gehe da mal nochmal hin. Machen wir mal ein bisschen Zeit. Das haben wir immer gemacht, ne? Nach einem großen Kampf, wie mit, diese Fischfresse da, haben wir dann nochmal was Kleines dazu gemacht. Was war das hier jetzt eigentlich? Das ist hier noch nicht rein. Ich glaube, das kommt am Ende, kann es sein? Dass das der letzte Schritt ist, den wir gehen müssen? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir können... Nee, ich glaube, wir gehen dann schon mal zu Heisenberg, jetzt so langsam. Mit euren abgeschnibbelten Fingern und alles Mögliche. Aber Ethan kann mittlerweile mir einen schon echt leid tun. Also Ethan tut mir schon ein bisschen leid. Bin ich ehrlich. Denn, ich finde, was Ethan aber alles durchmacht, ne? Ich finde, das mit einer dramatischen Charaktere, die je geschrieben wurden. Also, nicht ganz. Ich würde nicht sagen, dass der dramatischste Charakter direkt, aber ich finde, mit einer der dramatischeren. Also, finde ich schon. Weil, also, na klar, jetzt so ein Joel oder so, der hat ein bisschen... Warte, ich verkaufe erstmal. Ich weiß nicht, wie viel ich... Das habe ich geschenkt bekommen. Mehr oder weniger. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ja. Ja. Ich bin irgendwie immer gerade baff. Hab ich kein Ding mehr? 1000? Ja, komm, einen kann ich mal kaufen. Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. Dies wird aber 2000, du bist so ein Abzocker. Zu hungern heißt zu leben. Wie du aussiehst, hungerst du, glaube ich, nie. Wie viel kostet das? 4, 5. Vielen Dank für deinen Einkauf. Ja gut, hier... Naja, 15.000 wird... Ja gut, das brauche ich jetzt nicht. Nur so ein bisschen Munition, der vielleicht... Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Ja. Ich glaube dir alles. Bitte. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Das andere lasse ich, genau, haben wir ein bisschen... Danke für deine Treue. Leute, Junge, du bist der Einzige hier. Das ist wie der andere bei Resident Evil 4, war auch der Einzige hinter. Du hast gar keine... Du hast eine Monopolstellung hier. Du hast die Monopoly-Stellung, Alter. Natürlich kaufe ich bei dir. Rose wartet auf dich. The show must go on. Okay. Ja, okay. Will ich, dass die Show geht? Ich weiß es nicht, ob ich das will, aber... Wir müssen. Hat. Den hier? Hätte ich den nicht aufmachen können, die Scheiß-Tür, muss ich jetzt zwischen den Tauntüsseln eine wählen. Den hier? Ja.
Also wirklich, er war ein Heisenberg. Da habe ich mehr erwartet. Was steht hier? Viel Glück, danke. Ja, sehr schön. Es wird schon geraschelt. Aber wie gesagt, wir haben... Ah! Oh Gott. Ja, da geht jemand auf mich zu. Oh. Ah ne, die hängen alle. Was? Wer war das? Was war das denn? Aha. Okay. Oh, das sieht ja mal geil aus. Alter, sieht das geil aus. Jo, mit den Raben. Oh, das sieht ja voll cool aus. Wirklich hübsch gemacht. Wer denn? Du Arsch. Ah, die wollen die bringen da runter. Mist. Ja, gut. Lad durch, lad durch. Hallo, Maustaste? Danke. Ja, wow, ich habe ihm 100 Mal. Ja. Wow. Hey! Schluss hier! Hallo! Feuerpause! Ist der weg? Kurz warten? Ja. Au! Oh. Oh, das war die Schulter. Das war eindeutig die Schulter. Hab's genau gespürt. Ah, das war unnötig. Ah, was denn? Ich schieße dir an einen scheiß Schädel. Rechts doch. Genau. Schön tot bleiben. Da vorne. Oh. Also ich hätte den Scharfschützengewehr nehmen können, ne? Egal. Egal. Oh, schön die Schulter mir in die Pfeile reingerammt, ey. Oh Gott. Naja. Ich traue dem Frieden nicht, ey. Ich traue niemanden. Warum erlebe ich die Scheiße, weil ich dem Frieden nicht traue? Ah, da ist ein Schatz. Scheiße. Warum dachte das dann keiner? Alter, bestimmt drinnen, ne? Kann das sein? Oder warte. Ah, hier hätte ich bestimmt machen können. Okay. Ah, der bestimmt hier, ne? Hier unten, hier unter, ne? Ich glaube, der ist unten. Ich glaube, wird erstmal Heisenberg besiegen. Oder da, wenn es reinkommt, vielleicht ist es dann. Aber es ist saugeil gemacht. Also, ich muss sagen, ich liebe dieses Spiel einfach. Es ist mein Lieblings-Horror-Game. Ich mag keine Horror-Games eigentlich. Bin da nicht so ein Fan von. Sieht aber bei mir jetzt nicht daran, wenn ich da vor Angst habe oder so. Ich habe ein Horror-Spiel schon ab und so. Ich mag keine. Das mag ich eigentlich nicht. Oh, was? Ich. Kommt ja auch noch beweglich an. Hi. Der war schon auf mich zu, sehr gut. Ah, wieder der Zweifel. Es ist immer ärgerlich eigentlich, ne? Weil die eigentlich relativ easy sind. Eigentlich ist es easy, das auszuweichen. Und dennoch
kriegt man das nur so blöd hin. Manchmal. Man kriegt es nicht hin. Wenn es so doof ist. Jo. Wieso bekomme ich so viel Munition? Oh Gott, wird gleich ein Wellenkampf, ne? Scheiße, Wellenkampf. Oh nein. Ich bin sowas gar nicht so gut. Ja. Wie kriege ich dieses Tor auf? Mit Menge toten Werwölfen. Ja, weiß ich auch nicht, wie du es aufbekommst. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es natürlich nicht. Und eins. Ich liebe dieses Spiel. Hab ich schon mal gesagt? Ja. Hey, nicht hochkommen. Nicht hochkommen. Geschlossene Gesellschaft. Oh, ich gehe immer runter. Obwohl war es eine gute Idee, ich weiß nicht. Scheiße. Ich hab nix. Keine Muni mehr. Tschüss. Ich glaube, das ist keine gute Taktik, die ich gerade habe. Wenn wir bis überlebt. Oh, du hast mich geschlagen, theoretisch. Überlebt? Ich glaube, ja. Ich glaube, random irgendwie Oh, halt doch mal die Maul. Oh, Alter, halt doch mal euer Maul. Nicht auszuhalten mit euch. Tot beide? Sehr gut. Nee. Warum sollte hier auch mal jemand sterben? Das wäre noch was ich gut finden würde. Hallo. Danke. Das sind ja euch schieße, der könnte ruhig sterben. Er tot? Er kommt ja. Nee, doch nicht. Ich muss ein zweites. Ich muss das zweimal machen. Natürlich muss ich das zweimal machen, weil. Gönnt mir den Sieg nicht. Ist okay, ist okay. Gönnt ihm den Sieg. Warum sollte man den Sieg auch gönnen? Das ist ein Rahmen, der taucht cool aus. Warum sollte man mir auch einen Sieg gönnen? Weißt du, wenn es einfach läuft, dann weiß es läuft falsch. Okay, Runde 2. Ah, komm. Das ist nicht dein Ernst, ne? Beweg dich ja besser nicht, vielleicht kommen dann keine Gegner. Obwohl ich glaube nicht, dass es ausschlaggebend ist, aber ich weiß es nicht. Sehr schön. Gut. Und dann würde ich sagen, passt es hier. Dann haben wir das Tor geöffnet, haben alles geholt. Das ist doch ein schöner Endcut hier. Und damit würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass ihr beim nächsten Mal hier wieder einschaltet zu einer neuen Folge Resident Evil Village. Mich würde es sehr freuen. Bis dann, haut rein. Ciao. Bis dann. Euer Pyrus. Tschüssi.